beim Rundgang durch die Fabrik entdecken wir ganz unscheinbar am Rand diesen seltsamen Schrank. Was es mit dem wohl auf sich hat? Am besten, wir schauen mal rein. Jetzt sind wir auch nicht viel schlauer geworden. Durch die beim Spinnen entstandenen Spannungen im Garn hat das Garn die Neigung, sich im spannungslosen Zustand aufzudrehen, Schlingen und Schlauch zu bilden. Das ist die Kringelneigung. Die Kringelneigung führt zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der weiteren Verarbeitung des Textilgarns und muss deshalb beseitigt werden. Beim Richtungswechsel der Schützen in der Webmaschine dürfen sich keine Kringel bilden, da der fusselige Streichgarnfaden durch die hohe Geschwindigkeit sich verhaken und reißen würde. In der extrem verlangsamten Darstellung sehen wir den perfekten, spannungsfreien Faden. In der Tuchfabrik Müller gab es dafür einen Autoklav für das Garndämpfen unter Vakuum. Der Innendruck wurde dazu bis auf 0,1 bar abgesenkt. Der Trick dabei: Es ist weniger Luft im Behälter, wodurch das Dämpfen gleichmäßiger wurde. Nach dem Dämpfen ist der Faden absolut spannungsfrei. In den historischen Aufnahmen aus der Tuchfabrik Grimmitschau sehen wir einen Autoklav zum Garndämpfen in Betrieb. Bleiben Sie neugierig und fasziniert. Es gibt viel zu entdecken. Wir sehen uns in der Tuchfabrik.